das ist unser Plätzchen für die nächsten 2 Tage. Haben wir es doch ganz gut ausgesucht, oder? Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, liebe Campingfreunde. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluftfans. Mein Name ist Sven. Hallo, ich bin Anja. Ja, wir sind immer noch in Kroatien unterwegs und sind jetzt mittlerweile so über viele kleine Stationen in Istrien gelandet und sind jetzt hier schon eine Nacht gewesen auf diesem Campingplatz. Hm. Davor hatten wir einen Versuch, hinter Pula war das noch. Ich muss sagen, ich war echt überfordert und konnte da eigentlich unsere Zelte nicht aufschlagen, weil das war eine Kleinstadt. Dieser Campingplatz war so riesengroß, dass die Leute zum Müll wegbringen sogar mit dem Auto gefahren sind. Ja. Was mich allerdings noch mehr ein bisschen geärgert hat, das waren immer noch stolze Preise. Und dann wurde uns aber gesagt, ja, die billigeren Plätze, da sind die Sanitärgebäude aber jetzt schon zu. Wo ich gesagt habe, Alter, wenn ich parken will, dann parke ich irgendwo und suche mir keinen Campingplatz. Ne? Also das war ein bisschen, und wir sind dann wieder weitergefahren, das war auch noch früh am Tage. Und haben jetzt aber festgestellt, die Campingplätze hier, zumindest in dieser Gegend, die sind alle riesengroß. Also eine mecklenburgische Kleinstadt würde sich freuen über die Infrastruktur, die hier herrscht. Ja. Also mehrere Kneipen, mehrere Einkaufsmöglichkeiten etc. Und wir wollten dann aber nicht weitersuchen und haben gesagt, okay, wir geben der Sache mal eine Chance. Und eigentlich muss ich sagen, auch ganz gut, dass wir gestern die Kamera mal weggelassen haben, weil man braucht so eine gewisse Zeit, um sich hier überhaupt zurechtzufinden. Man sieht es hier im Hintergrund, hier sind viele mit Fahrrädern unterwegs und es geht nicht nur darum, dass die irgendeinen Ausflug machen wollen, sondern vom einen Ende des Campingplatzes zum anderen. Also ich glaube, wir haben hier gestern über 10.000 Schritte gemacht. Ne? Also das ist hier ein leichtes. Den Platz zeigen wir euch noch, der ist wirklich ganz schön angelegt und man... Sagst du erstmal, wo wir sind? Das sagst du ja gleich. Achso, okay, ich wieder. Das zum einen, du wolltest den Platz vorzeigen? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, total raus jetzt. Ja. Also, wir sind auf dem Campingplatz Mont Perrine und das ist ein Campingplatz, der sich in 2 Teile teilt und wir sind auf dem Teil San Polo. Und ja, den stellen wir euch dann nachher mal vor. Wir fahren auch nochmal in die Stadt Bale. Dort ist nämlich das Ganze angesiedelt. Und auf dem Rückweg werden wir euch vielleicht auch noch den 2. Teil zeigen. Colonna oder so. Mhm. Also wir werden das dann nochmal richtig stellen, klarstellen, wie auch immer das alles heißt. Und ja, wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist wirklich ein schöner Platz. Und es ist, also der Platz, den wir hier haben. Sven kann ja mal kurz rumschwenken. Das ist... Also riesig. Riesige Stellplätze, überhaupt muss man sagen, relativ große Stellplätze. Und wir haben uns hier für, ihr seht ja, da hinten ist das Meer, so, wir haben einen schönen Meerblick. Allerdings eben nicht erste oder zweite oder dritte Reihe, sondern so ein bisschen zurückgesetzt, was auch eine Preisfrage ist. Aber zu den Preisen kommen wir später noch. Also hier ist es wirklich, wir haben ja jetzt nebenste Saison. Mhm. 2. Oktober ist heute. Bis 10. geht und es hier. Und das schließt jetzt bald, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil es ist eigentlich noch gut gefüllt. Nicht überfüllt, aber es ist gut was los und man fragt sich, warum die eigentlich zumachen. Es könnte sicherlich, wenn das Wetter so bleibt, noch eine Weile weitergehen, aber gut. Das zeigen wir euch später nochmal den ganzen Platz und sagen auch nochmal was zu den Preisen. Jetzt schwingen wir uns auf die Fahrräder und fahren nach Bale. Bale, genau. Kommt mal mit. Doch zuvor wollen wir noch Fisch beim Fischer kaufen, den wollen wir heute Abend grillen. So, das ist hier die kleine Einkaufsmeile vom einen Teil des Campingplatzes. Also hier Olivenöl, der hat jetzt zu, aber da vorne ein Gemüsestand mit frischem Obst und Gemüse. Man sieht auch hier, der Campingplatz ist so groß, manche fahren hier mit dem Auto her, um hier ihre Besorgungen zu machen. Schon heftig. Ja, da vorne ein kleiner Supermarkt, da waren wir gestern schon drin. Da muss ich sagen, ich war etwas erschreckt. Es geht ja auf Ende der Saison zu, aber dass man so die Regale gar nicht mehr auffüllt. Es gab kein Bier mehr, es gab kaum noch Wein. Wir brauchten nichts, aber wir stöbern dann immer gerne, um das zu gucken. Aber nee, da war nichts. Hier sollte eigentlich ein Fischladen sein, der aber scheinbar jetzt auch schon zu hat. Lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr. Also gäbe es normalerweise... Ach da, ist der Fisch, okay. Er macht den Laden nicht mehr auf, sondern verkauft aus der Luke heraus. Ja, mal gucken. Hier Bäcker. Also man kriegt hier alles, was man braucht.
Wir konnten uns mal wieder nicht entscheiden und wollten am liebsten von allem probieren. So, der Fischer ist mal schnell zum Meer runter und putzt unsere Fische noch. Und dann werden wir die heute Abend mal auf den Grill schmeißen. Also einmal zwei Stücken Hai und zwei Doraten. So, vom Campingplatz bis hier waren es jetzt nicht ganz 7 Kilometer. Und warum ich hier anhalte, mit dieser Bimmelbahn hier könnte man vom Campingplatz auch mehrmals täglich kostenlos hierher fahren. Ja, das ist ein Service vom Campingplatz. So, die Räder werden hier erstmal angeschlossen. Scheint ganz nett zu sein hier. Schöne alte Bausubstanz. Ja, wir nehmen euch gerne mit. Hast du drauf geschrieben, Mann zu verkaufen oder Wohnmobil zu verkaufen? Um Gottes Willen. Innen sollten in sich gehen, auch mal nach der Seele sehen. Denn es ist gut, wenn man sie gekannt hat, bevor sie wieder weiter wandert. Das ist von Fanny van Dam. Ja, das ist Bale. Also eine wirklich sehr, sehr sehenswerte Stadt. Und das Angenehme, so empfinde ich das jedenfalls, nicht aus jedem Fenster, aus jeder Tür wird irgendwelche Touristentöne verkauft. Es gibt ein paar kleine Lädchen mit Kunst und es gibt ein paar kleine Sachen, wo man so Olivenöl und Trüffelprodukte und sowas kaufen kann.
Und ansonsten scheinen hier wirklich einfach Leute zu leben. Ich finde das total friedlich hier, jetzt so Anfang Oktober. Das ist total ruhig und angenehm und putzig und puppenstubig. Das ist echt ein schöner Ort. Und mich erinnert der ganz doll an Canale Tenno. Und falls euch das interessiert, könnt ihr gerne mal in unserem Video gucken, Tennosee, da stellen wir euch Canale di Tenno vor. Und das ist ähnlich, nur dass das hier noch bewohnt ist. So, wir sind kurz vorm Campingplatz noch mal links abgebogen zu einem Wein- und Hotelgut hier so. Also die eine Seite ist Hotelanlage, hier ist Weintasting und ja, sieht alles sehr edel aus. Und wir überlegen gerade, ob das unsere Preisklasse ist. Ja. Mal schauen, wir gucken mal rein und wenn nicht, dann können wir auch wieder gehen, es hält uns ja keiner fest. Genau. Ja, sehr edles Ambiente, aber tatsächlich nicht unsere Preisklasse. Ich wusste gar nicht, dass man Wein in so homöopathischen Mengen überhaupt bestellen kann. 0,05 Glas ab 4 Euro aufwärts. Ist ungefähr ein Fingerhut voll. Nö. Wir fahren lieber ans Meer und trinken da irgendeinen Hauswein. So, wir sind zurück am Campingplatz. Was hier quietscht, sind nicht meine Knochen, das ist hier der Fahnenmast. Hier sind so zwei riesengroße Tafeln, wo die beiden Areale so ein bisschen ja, erklärt sind. Wir sind ja in dem Areal San Polo und dann gibt es noch das Areal Colonna. Und hier auf der kleinen Karte sieht man, hier ist die Rezeption, wo wir jetzt stehen. Und gestern war es so, als wir eingecheckt sind, wir kannten das ja überhaupt nicht. Man muss dann in die Rezeption gehen, kann einen Ausweis hinterlegen und dann kann man reinfahren in die einzelnen Areale und sich das in Ruhe angucken und sich einen Platz aussuchen, was zum Teil allerdings auch ein bisschen nerven kann, weil es fahren immer wieder Wohnmobile, die dann gucken, weil das ist wirklich auch so riesig. Wir sind nachher ausgestiegen, haben das Wohnmobil geparkt und haben uns den Platz dann zu Fuß erlaufen. Das erfordert aber schon ja, gewisse Zeit. Und man muss auch sagen, wenn ihr in Erwägung zieht, diesen Platz vielleicht online vorzubuchen, da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Wir zeigen das nachher nochmal vielleicht auf unserem Platz. Manche Plätze haben Bäume drauf, da kommt man mit so einem riesen Morello vielleicht gar nicht rauf, obwohl der Platz 100 Quadratmeter hat. Also das ist so ein bisschen tricky. Also vor Ort sich den Platz auszusuchen ist schon einfacher. Wir fahren jetzt mal mit euch auf den Platz Colonna, den kennen wir selber auch noch nicht, weil wir uns nur den einen angeguckt haben und da ein schönes Plätzchen gefunden haben. Gleich hinter der Schranke zu unserem Platz hier, San Polo, befindet sich eine Autowaschanlage. Da würde mich mal interessieren, wie handhabt ihr das? Bevor ihr auf den Platz fahrt, das Auto waschen oder hinterher? Also ich gar nicht zu Hause, aber vielleicht ist das so, wenn man hier ein paar Wochen ist, dass man sich dann am Samstag mit Günni trifft, dann nimmt man sich ein Bier mit, dann zieht man sich seinen Feinripp an und dann geht man Auto waschen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Braucht man vielleicht? Vielleicht auch nicht. Direkt dahinter ist auch die Grauwasserentsorgung, die ist schön großzügig, also das ist alles wirklich gut gemacht hier, das muss man schon sagen. Ja, wir setzen uns mal auf die Räder und fahren mal nach Colonna. Colonna. Ja, ihr habt es gesehen, das ist ein ganzes Ende zu fahren. Also es ist, im Grunde genommen ist es wie zwei Campingplätze, die nur eine gemeinsame Rezeption haben. Ja, auf den ersten Blick macht das hier einen sehr natürlichen Eindruck. Also vielleicht ein bisschen ursprünglicher gelassen als der andere Platz. Aber mal gucken, wir fahren noch ein Stück oder gehen noch ein Stück weiter rein.
ob sich der Eindruck verfestigt. Hier ist nochmal so eine schöne Bar mit Blick aufs Meer. Also macht einen netten Eindruck. Ja, man sieht, dass viel los ist, den nicht mehr. Auf dem anderen Teil, auf dem wir stehen, ist noch ein bisschen mehr los. Ich weiß nicht, hätte vielleicht auch Sinn gemacht, den einen Teil zu schließen und nur einen Teil zu bewirtschaften und dann vielleicht die Saison lieber zu verlängern. Aber gut, wir sind ja auch nur Klugscheißer. Müssen die schon selbst entscheiden, wie sie ihr Geschäft betreiben. Aber das riecht hier schon ein bisschen nach Ende der Saison, ne? Also hier kann man natürlich wunderbar seine Ruhe haben. Auf dem anderen Platz ist eben noch mehr los. Trotzdem ähneln sich die Plätze sehr. Also man hat schöne Plätze hier mit Meerblick und ein bisschen auf der anderen Seite eben die Plätze, die so ein bisschen eher im Wald und im Schatten liegen. Hier noch ein Restaurant. Also auch ein sehr schöner Platz. Was man hier sieht, so, das ist auf dem anderen Platz auch, dass ab und zu so Grills stehen, wo man dann ja, sich abends hier am Strand was grillen kann. Finde ich eine ganz gute Sache. Und hier die Plätze, die so erste Reihe sind, die sind auch noch gut gebucht. Ne? Scheint offensichtlich die Möglichkeit, ein Boot einzulassen, ein bisschen besser zu sein als auf der anderen Seite, weil da lagen keine oder habe ich nicht so wahrgenommen. Also hier sind eher Boote. Ja, hier direkt auf dem Campingplatzgelände diese kleine alte Kirche und da komme ich nachher noch mal dazu, weil auch auf unserer Seite des Platzes sind so Ausgrabungen bzw. auch eben ja, alte Gemäuer, die dort stehen geblieben sind und von ja, Zeitzeugen sind von früheren Zeiten aus der Römerzeit. Ganz interessant. So, nicht ganz auf halber Strecke zwischen den beiden Plätzen gibt es hier nochmal eine Gastronomie und die hat laut Google zumindest auch ganz gute Kritiken. Wir werden jetzt ja nicht mehr dazu kommen, mir alles abzuessen und so weiter, aber ich denke mal, für ein Glas Wein wird jetzt hier noch Zeit sein. Ja, hier so auf halber Strecke zwischen den beiden Campingplätzen oder zwischen den beiden Teilen ist nochmal so ein Park mit Swimmingpool und hier diese Dino-Figuren und so. Das hat jetzt schon zu, aber für den Sommer sicherlich, wenn ihr mit Kids hier seid, ja, auch nochmal eine Attraktion und nochmal eine Abwechslung. Ja, das nennt sich Paleo Park. Hier linker Hand direkt neben dem Park sind diese ganzen ja, kleinen Mobilheime, Bungalows, wie auch immer ihr das nennt. Ja, und das ist im Sommer hier. Das kostet sicherlich noch mal extra, weiß ich aber nicht genau. Ja, schöne Sache. Das war jetzt quasi eine Abkürzung zwischen den beiden Teilen. Jetzt sind wir auf dem Teil des Campingplatzes, auf dem wir stehen.
und quasi am Ende des Platzes. Und man sieht schon, hier ist eigentlich noch ganz gut Betrieb. Unabhängig davon finde ich eigentlich beide Teile schön. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber hier ist es immer ein bisschen, jetzt zumindest heute und gestern, ein bisschen windiger als auf der anderen Seite. Was im Hochsommer sicherlich ganz angenehm ist. Gestern war es teilweise sogar kühl. Ja, hier stehen wir jetzt an dem Lokal, was zu unserem Teil des Campingplatzes hier gehört, wo wir stehen. Hier waren wir gestern Abend, was ich richtig cool finde, hier diese alten Mauern, die hier noch mit integriert sind. Man zweifelt manchmal so, haben sie das da hingestellt, ist das fake oder, aber es ist wahrscheinlich wirklich alt. Und wir haben hier gestern Abend gegessen, muss ich sagen, sehr, sehr empfehlenswert, hat richtig gut geschmeckt. Anja hatte Muscheln, ich hatte eine Fischplatte und das Ganze auch echt zu einem bezahlbaren Preis. Die Muscheln haben 12 Euro gekostet und die Fischplatte 19 Euro, kann man echt nicht meckern. Ja, und eben fuhr gerade eine Frau an uns vorbei und sagte, das Restaurant ist sehr zu empfehlen. Also es kommt auch von anderen Seiten, das ist wirklich gut gewesen, ja. Ja, was man auch wirklich hervorheben muss, der Kellner, der hier geflitzt ist, ich weiß nicht, wie viele Kilometer der am Tag zurücklegt, total freundlich, total auf Zack. Also das war wirklich ein angenehmer Abend gestern. Und eben hier schön mit Blick aufs Meer. Und der Sonnenuntergang, Leute, ihr legt euch hin, der war so schön. Ja. Also wir fahren jetzt mal mit euch in die Richtung da hinten am Horizont, wo ihr noch Wohnmobile und Wohnwagen seht, da stehen wir irgendwo. Also es sind schon lange Wege hier, aber ja, ist halt eine riesen Campingstadt. Ja, ihr seht es gerade, Hunde sind erlaubt, das soll man ja mal nicht vergessen zu sagen. Und was man hier erwähnen sollte, für die anderen kurzbeinigen Familienmitglieder, also die den ganzen Tag am Handy rumspielen und so, hier gibt es ein wunderbares WLAN, kostenfrei und auch zumindest an der Stelle, wo wir stehen, echt stabil. So, hier oben nochmal die Einkaufsmöglichkeiten, hatten wir schon gezeigt mit Fisch und Bäcker und kleinem Lädchen. Wir fahren hier nochmal links runter, direkt am Meer hier die schönen Stellplätze, erste Reihe und jetzt im Oktober auch zu einem einigermaßen bezahlbaren Kurs. Sind hier immer unterschiedliche Preiskategorien. Ne? Auf der Seite ist es etwas billiger als hier. Ja, im Hochsommer ist es wahrscheinlich fast egal. Du bist froh, wenn du Schatten hast und kannst den Tag am Strand verbringen. Jetzt ist es so, dass wirklich die teureren Plätze fast alle immer noch gut gebucht sind und die billigen Plätze leer sind. Ne? Linke Hand die Beachbar mit Tischtennisplatte und Springbrunnen und hast du nicht gesehen, hinten ist noch ein Bootsverleih, wo man Zapp und Kanu ausleihen kann. Hier rechts geht es jetzt schon hoch wieder in Richtung Rezeption, also Eingangsschranke. Da steht Brüssel. Das ist nochmal so dieses Bild, was ich vorhin sagte, man muss hier ein bisschen aufpassen mit Vorbuchen und einen Platz reservieren. Wir haben hier ganz viele Bäume stehen, was für uns toll ist. Wir haben Schatten und wir können die Hängematte ein bisschen hinstellen. Aber mit einem riesen Wohnmobil oder großem Wohnwagen ist es halt schwierig, obwohl die Parzelle viele Quadratmeter hat. Ne? Und ja, wir haben hier einen schönen Blick aufs Meer, obwohl wir eben nicht erste Reihe stehen und etwas windgeschützter als da unten. Ja, wir werden jetzt eine kleine Badepause einlegen. Der Platz ist hier noch nicht zu Ende. Es geht also in die Richtung noch ein kleines Stück weiter. Da nehmen wir euch nachher nochmal mit. Ja, jetzt machen wir, wie gesagt, erstmal ein bisschen
Badepause und dann sehen wir weiter. So, Badepause beendet. Man muss sagen, so Anfang Oktober ist Meer hat echt noch eine tolle Temperatur. Ja. Also, wer unsere Filme kennt, der weiß ja, wir kommen von der Ostsee und sind Kummer gewohnt und gehen erst bei Badetemperaturen oder Badewannentemperaturen ins Wasser. Ja. Nee, das ist schon noch echt schön und gefühlt ist es allerdings hier in Istrien ein bisschen wärmer sogar als in Dalmatien. Mhm. Lass nicht mal vorbei hier. Ja, macht richtig Spaß, es ist wirklich schön zum Schnorcheln, man kann ein paar Fische gucken und macht selbst mir Spaß und so allmählich habe ich das Gefühl, dass ihr Teil meiner Therapie seid. Ich hatte ja schon gesagt, ich entwickle mich so langsam zur Wasserratte hier in Kroatien. Mal sehen, vielleicht trägt es ja Früchte und es ist ein bisschen nachhaltig. Mal gucken. Auf alle Fälle war es heute wunderschön hier zu baden, auch für mich. Und schönes Wasser, schöne Temperaturen. Ja, echt cool. Echt geil. Man fragt sich, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, warum die hier jetzt bald schließen. Also es ist eigentlich nicht zu verstehen. Ja. Wir gehen jetzt mal in Richtung Ende des Campingplatzes und ich drehe mal die Kamera um, dann seht ihr mal hier die super Premium Plätze. Dann merkt ihr euch mal und dann gucken wir nachher mal, wir setzen uns ein bisschen an den Strand, ja, und dann quatschen wir mal über die Preise. So, schaut euch hier diesen riesen Platz an, das ist ja auch kein kleines Wohnmobil und trotzdem ist hier immer noch so viel. Dann gibt es hier, jeder hat seinen eigenen Grill und so ein Pavillon für Schatten. So, hier hinten ist jetzt schon das Ende des Campingplatzes. Auch hier, wie ihr seht, immer noch mal so ein Grill hingestellt und so. Also haben schon viel gemacht. Und was ich vorhin schon mal erzählt hatte, hier gibt es sogar eine Ausgrabungsstätte. Auch noch eine Beschreibung in Deutsch dazu. Also irgendeine Villa aus der römischen Zeit und ja. Man kommt leider nicht ran, aber man kann so ein bisschen gucken und schon beeindruckend, ne? So, also die Mülltonnen wollte ich jetzt nicht filmen, sondern so 20, 30 Meter neben dem Campingplatz ist hier nochmal so eine schöne Strandbar. Und hier auch, ja, richtig schöne Küste. Also mag ich leiden. Hier hinten kann man schön baden gehen noch und hier vorne ist es so ein bisschen mit Felsen zerklüftet. Ganz toll. So Leute, Zahlen, Daten, Fakten. Ihr wollt wissen, was der Spaß kostet. Wir zahlen jetzt für die Parzelle, haben wir euch ja gezeigt, wo wir jetzt hier stehen, mit Meerblick, aber nicht erste Reihe, sondern
vierte Reihe, 17 Euro für die Parzelle. Pro Person 5,50 Euro. Das ist erstmal ein ganz annehmbarer Preis. Da kommt dann noch dazu eine einmalige Anmeldegebühr von 2 Euro und eine Kurtaxe, also so knapp um die 30 Euro ist man hier dabei, Anfang Oktober. Für den gleichen Platz zahlt ihr im Sommer, ich muss ein bisschen mal gucken und das ablesen, damit ich nichts Falsches sage, 69 Euro plus 12,80 Euro pro Person. Das heißt, wenn ihr hier mit einer Familie herfahrt, mit Kurtaxe und allem Schnicki-Schnucki, für den gleichen Platz hier seid ihr um die 100 Euro los. Das finde ich schon sportlich. Jetzt haben wir euch ja hier die Superior-Plätze da gezeigt mit Grill und Baldachin und keine Ahnung. Kostet jetzt immer noch 53 Euro. Personenpreis ist der gleiche. Und im Sommer, jetzt haltet euch fest, 165 Euro. Plus die 12,80 Euro pro Person und Schnicki und Schnacki und so weiter. Da bist du schnell bei 200 Euro für einen Platz an der Sonne. Tja. Das muss man erstmal sacken lassen. Also hier ist nicht all inclusive. Also du hast nicht morgens hier Frühstücksservice und abends Grillbuffet inklusive, sondern du kommst mit deinem eigenen Bett immer noch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie seht ihr das? Ist das die Sache wert? Mal unabhängig davon, ich würde im Sommer hier nicht unbedingt nach Kroatien fahren, das wäre mir glaube ich zu heiß. Aber das ist nur eine Geschmackssache. Jetzt im Oktober ist es wirklich herrlich. Also Ende September, Anfang Oktober, hier immer noch 25 Grad, Badewetter, Platz für 30 Euro. Mit dem, was das hier alles, was hier alles geboten wird, ist es wirklich super. Ja, schreibt gerne mal rein. Wir werden uns jetzt noch unseren Fisch grillen, den wir heute Morgen gekauft haben. Morgen geht es noch mal ein Stück weiter an der istrischen Küste und ja, ihr seid gerne mit dabei. Bis dann, ciao. So, ich bin jetzt am Vorbereiten der Fische, die wir heute Morgen gekauft haben. Zwei Doraden und das Haifisch, Kotelett, wie auch immer. Filet ist es nicht, aber ich würde eher sagen Kotelett. Bisschen Knoblauch, bisschen Salz, bisschen Petersilie, bisschen Zitrone und dann sollte das was werden. Griechische Kräuter in Kroatien gehen immer. Ansonsten haben wir hier einen kleinen Zuschauer heute, einen kleinen Schnurrer. Die hat auch schon ein bisschen was bekommen, das hat wahrscheinlich noch nicht gereicht. Vielleicht fällt ja nachher noch was ab. Mal sehen. Katzenterror und Mückenterror jetzt hier. Das wird ja spaßig. So. Einmal. Nein. Dorade nach Art des Hauses. Also der erste Happen war schon mal gut. Das hat die Chefin der Cuisine gut hingekriegt. Jetzt schleimt er aber. Ja, bei mir sieht es auch gut aus und es schmeckt auch gut. Kann es besser gehen? Nein. Das sind Probleme, ne, wenn man nicht an seinen Wein rankommt.